Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Wie ihr es schon sehen könnt, heute möchte ich euch mal einige verschiedene Multitools vorstellen, um einfach zu schauen, welches von denen ist jetzt mein persönliches Highlight gewesen im Jahr 2022. Wir haben also hier verschiedene Leatherman Tools, Bibury, Victorinox, ein Opinel Messer, hier natürlich nochmal verschiedene Victorinox Messer, sowie dieses Multitool hier. Und diese werde ich euch heute einfach mal vorstellen. Welche Funktionen sind enthalten, was ist gut, was ist schlecht. Und naja, schauen wir mal, welches das meiner Meinung nach beste Multitool 2022 ist. Viel Spaß beim heutigen Film. So, dann fangen wir gleich mal mit diesem Opinel an. Opinel ist natürlich eine legendäre Marke, die jedem bekannt ist, einfach weil sie gute Messer entwickeln, die halt für normale Schneidarbeiten und ähnliches hervorragend sind, eben durch ihre recht dünne Klinge zum Schnitzen oder zum Schneiden von beispielsweise Wurst und sowas absolut perfekt. Hier bei diesem Messer handelt es sich um eine 12 cm lange Klinge, Entschuldigung, um eine 10 cm lange Klinge. Ist also auch in Deutschland ganz normal mit sich zu führen. Und es ist das einzige, oder soweit ich weiß, das einzige Outdoor-Messer, was von Opinel herausbekommen ist, weil es halt zum einen diese Signalpfeife hier oben dabei hat, die auch gar nicht schlecht ist. Funktioniert also einwandfrei. Und hier ist natürlich noch ein kleiner Feuerstahl enthalten. Das Ganze zu entriegeln ist etwas tricky, weil man muss erst irgendwie das so ineinander verschieben. Und dann kommt hier ein Feuerstahl heraus. Der hat eine Länge von etwa 45 mm und einen Durchmesser von ungefähr 5 mm. Macht also auch einen sehr ordentlichen Eindruck. Und ihr habt es gerade schon gesehen, als ich das hier herausgeschoben habe. Hier kommt dann nochmal so ein Gurtschneider raus. Man hat also Gurtschneider, Feuerstahl, Signalpfeife und alles in einem. Wie gesagt, diese Verriegelung hier, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Es ist ein bisschen tricky, das Ganze auf und zu machen. Aber es geht, wenn man einmal den Dreh raus hat, dann funktioniert es ganz gut. Und natürlich hat man hier auf der Seite noch den. Die Halterung, um halt ein Lanyard dran zu befestigen. Und das ist jetzt das Opinel Outdoor-Messer. Finde ich generell wirklich, wirklich cool. Der Griff ist der Hammer. Also selten so ein geschmeidiges Messer in der Hand gehabt. Und auch diese Rüffelungen hier sorgen dafür, dass es halt wesentlich angenehmer in der Hand liegt oder auch mit schwitzigen Händen gut gehalten werden kann. Finde ich also wirklich, wirklich ein cooles Tool. Und gleich geht es weiter mit dieser Schönheit. Ihr seht es schon an dem Logo. Ein Victorinox-Messer mit Holzschalen. Es handelt sich hierbei um das Victorinox Ranger Wood. Und auch hier ist eine wirklich riesige Klinge enthalten, die auch einrastet. Durch Drücken auf das Emblem kann man die Klinge wieder entriegeln. Aber es ist halt definitiv ein Zweihandmesser. Man könnte es vielleicht irgendwie mit einer Hand öffnen, aber dann drückt man hier schon mit dem Daumen gegen die Schneide. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Es ist also ein ganz normales Zweihandmesser. Die Klinge ist bei dem Messer jetzt hier etwa 95 mm lang. Das ganze Messer hat eine Länge von etwa ja, 22,5 cm. Aber was mich hier bei dem Messer wirklich beeindruckt hat, ist jetzt nicht unbedingt die Klinge, die natürlich Victorinox-typisch der Hammer ist, sondern eben diese Säge. Also wer die Victorinox-Sägen kennt, der weiß, dass das nicht einfach nur ein nettes Gimmick ist, weil die sind wirklich, wirklich bissig und richtig griffig. Und hierbei ist die Säge jetzt ungefähr 10 cm lang. Das reicht also, um easy damit mal eben einen 30, 40 mm dicken Stock durchsägen zu können. Und es ist wirklich einfach damit. Das ist also ein ganz klarer Pluspunkt von dem
Messer. Schade ist, dass halt die Säge nicht auch verriegelt. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn die ebenso verriegelt hätte wie die Klinge auch. Aber normalerweise, wenn man sägt, sollte da nichts passieren. Außerdem ist hier natürlich dabei der Schraubendreher, der Kapselheber, ein kleines Tool zum Kabel abisolieren und gegenüber der Dosenöffner mit dem kleinen Schlitzschraubendreher, der Korkenzieher auf der Seite hier oben und hier verbirgt sich auch noch ein kleines Tool, die Ahle. Auch das ist natürlich eins der richtig coolen Tools, die Victorinox herausgebracht hat, eben weil die Säge und die Klinge, ich sag mal so, das sind eigentlich die Werkzeuge, die man am ehesten braucht, wenn man draußen unterwegs ist. Und genau die sind hier in dem Messer enthalten und das in einer wirklichen Prachtgröße, sage ich mal. Weil mit einer 10 cm Säge kann man ordentlich arbeiten. Die Klinge, wie gesagt, ebenfalls ordentlich lang und natürlich sehr schnitthaltig, wie man es halt von Victorinox kennt. Meiner Meinung nach eins der coolsten Tools von Victorinox. Auch wenn es halt nicht über brachial viele verschiedene Tools verfügt, aber es sind halt die notwendigen Sachen dabei, die man wirklich benötigt. Und von daher ganz klar, meiner Meinung nach ein Favorit auf den Thron. Bleiben wir direkt bei den Victorinox Tools. Und zwar haben wir jetzt hier das Victorinox Workchamp. Ebenfalls ein wirklich starkes Messer. Und hier haben wir einen wesentlich größeren Funktionsumfang als wie bei dem Ranger Wood. Denn zum einen haben wir hier natürlich die Klinge dabei. Dann haben wir außerdem eine kleine Zange, die sogar gefedert ist. Eine wirklich große Feile. Also allein die Feile ist schon wirklich beeindruckend. Die hat jetzt hier eine Länge von ungefähr 90 mm. Der einen Seite, wie sagt man das? Könnt ihr das sehen? So leicht geriffelt und hier in etwas feinerer Riffelung. Dann natürlich, was nicht fehlen darf, ist die Säge. Nicht ganz so groß wie bei dem Ranger Wood, aber mindestens genauso bissig. Also die Victorinox-Sägen, ich kenne kaum eine Säge bei Multitools, die besser ist als wie die von Victorinox, beziehungsweise was heißt kaum? Ich kenne eigentlich keine Säge bei einem Multitool, die besser ist als wie die von Victorinox. Ähnlich ist es übrigens auch bei der Feile. Die Feilen sind wirklich, wirklich gut in den Victorinox-Tools. Dann haben wir hier natürlich eine kleine Schere dabei. Und auch die, wer die Victorinox-Messer kennt, das ist kein Spielzeug. Die ist wirklich brauchbar. Also man kann damit ordentlich schneiden über lange Zeitraum. Ich habe noch nie eine Schere erlebt, die stumpf geworden ist. Also das alleine ist schon wirklich cool. Und was natürlich nicht fehlen darf, Schlitzschraubendreher, Kapselheber, Abisolierwerkzeug, hier unten sieht man es. Und auf der anderen Seite der Dosenöffner sowie der kleine Schlitzschraubendreher. Auf der Stirnseite verbirgt sich hier ebenfalls die Ahle, der Korkenzieher mit dem Mini-Schraubendreher. Das hatte ich vorhin bei dem Ranger Wood übrigens nicht gezeigt. Hier ist kein Schraubendreher dabei, also kein Mini-Schraubendreher. Hier ist jetzt noch dieser Mini-Schraubendreher dabei. Hier ist diese Verriegelung für die Klinge, wenn man das aufgeklappt hat. Die Klinge rastet natürlich ein, ist halt trotzdem ein Zweihandmesser. Und über Verschieben des Reglers hier kann man die Klingenarretierung wieder aufheben. Und was natürlich auch immer cool ist, ist der Zahnstocher sowie die Pinzette. Und das Victorinox Workchamp ist tatsächlich eins der vielseitigsten und coolsten Tools, die ich von Victorinox kenne. Und ebenfalls ganz, ganz weit vorne, wenn es darum geht, was ist das beste Multitool 2022. So, die nächsten beiden Tools, ebenfalls von Victorinox, stelle ich euch mal als Double Team vor, weil sie sich doch sehr ähnlich sind. Und zwar haben wir hier auf der Seite einmal das Cybertool L und auf der Seite das Swisschamp. Das Swisschamp, ich habe die Schalen hier ausgetauscht, die waren früher auch rot. Und das ist halt das älteste Tool, was ich überhaupt von Victorinox im Besitz habe. Hat also wirklich schon
über 10 Jahre Leidensarbeit hinter sich, wo geschnitten, gefeilt, gesägt und alles Mögliche mitgetan wurde. Und es ist immer noch in einem fantastischen Zustand. Wie gesagt, also wir haben hier zwei sehr ähnliche Messer. Und wenn ich es mal so hinlege, dann erkennt man es vielleicht besser. Beide haben auch die gleiche Anzahl an Layer. Und fangen wir mal mit dem Cyber-Tool an. Also dieses hat eine kleine Klinge sowie eine große Klinge. Dann hat es eine, Moment, eine wirklich brauchbare Säge dabei. Eine Schere und eine Zange. Das sind halt die Tools, die identisch sind zum Cyberchamp, zum Swisschamp. Cyberchamp. Cyberchamp wäre übrigens auch ein cooler Name. Zum Swisschamp. Die sind also identisch, die Tools. Jetzt haben wir hier beim Cybertool L allerdings einen kleinen Bithalter dabei. Und es werden natürlich auch direkt die passenden Bits mitgeliefert. Und mit den Werkzeugen kann man schon wirklich, wirklich sehr viele Schraubarbeiten erledigen. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist halt wieder der typische Kapselheber mit Schraubendreher sowie der Dosenöffner. Auch die beiden sind wieder im Besitz des Swisschamp. Und auf der Rückseite haben wir hier die Ahle, das Tragewerkzeug, was ich selten benutze, aber was wirklich brauchbar ist. Oder auch, ich habe gelesen, um Knoten damit zu lösen. Darauf bin ich noch nicht gekommen, das damit mal zu versuchen. Aber auch das ist hier in dem Cyber-Tool L enthalten. Dann haben wir hier noch einen sehr schmalen und dünnen Schraubendreher. Und da verbirgt sich noch etwas. So einen größeren, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Schraubendreher sein soll. Von der Schärfe her würde ich eher sagen, es ist so eine Art Meißel oder um irgendwas rauszuhebeln aus Holz. Es ist halt wirklich eine sehr dünne Schneide vorne. Man sieht das hier, wie das konisch zuläuft. Und natürlich der Korkenzieher mit dem Mini-Schraubendreher plus Zahnstocher und Pinzette. Und auf der Seite, Entschuldigung, das ist natürlich der Kugelschreiber. Und auf der Seite ist halt die Pinzette. So, wie ich es gerade schon sagte, das Cyberchamp, das habe ich schon wieder gesagt, das gibt es ja gar nicht. Das Swisschamp ist fast ähnlich aufgebaut, nur anstelle des Bithalters hat es hier diesen Philips Kreuzschraubendreher und auf der gegenüberliegenden Seite eine Lupe. Und die Lupe ist tatsächlich cool. Also ich habe die schon das öfter mal gebraucht, wenn ich halt einen Splitter aus dem Finger rausmachen wollte. Okay, ich kriege das jetzt nicht hin mit der Kamera, aber die Lupe ist tatsächlich wirklich brauchbar. Und ansonsten auf der Rückseite haben wir ebenfalls hier wieder die Ahle, das Tragewerkzeug, den dünnen Schlitzschraubendreher, den etwas größeren Meißel und halt Korkenzieher und Minischraubendreher plus Zahnstocher, Kugelschreiber und Pinzette. Der Kugelschreiber ist jetzt hier weggefallen, weil ich die Schalen ausgetauscht habe. Wie gesagt, hier waren vorher rote Schalen drauf, da war auch ein Kugelschreiber dabei. Aber bei diesen neuen Schalen waren halt nur die Aussparungen für Pinzette und Zahnstocher enthalten. Also wie gesagt, zwei fast identische Tools. Hier ist halt nur ein Bithalter dabei. Und anstelle des Bithalters ist hier der Philips Kreuzschraubendreher und die Lupe enthalten. Und das sind tatsächlich die Tools, die ich am ehesten verwende, weil das habe ich immer hier zu Hause liegen. Also egal, was hier zu Hause an Schneidarbeiten oder ähnliches ist, nehme ich das hier. Und das hier habe ich in meiner Arbeitstasche dabei. Tool ist jetzt natürlich nicht dabei. Das ist halt so ein kleines Brecheisen. Aber das ist am meisten auf der Arbeit im Einsatz, das hier im privaten Raum. Und das sind halt die, die ich am häufigsten hernehme. Ob das jetzt reicht, dass eins von den beiden
ich sag mal, den Titel Multitool des Jahres 2022 bekommt, kann ich jetzt noch nicht sagen, sonst wäre der Film ja zu Ende. Deshalb machen wir mal kurz weiter. So, wir bleiben bei Victorinox. Also für mich hat sich einfach in der Vergangenheit bewiesen, dass die Victorinox Taschenmesser einfach die besten sind, deswegen habe ich so viele davon. Ich will jetzt nicht sagen, dass andere Hersteller nicht in der Lage wären, ein gescheites Taschenmesser herzustellen, aber die Victorinox haben sich einfach im Laufe der Jahre ihren Namen verdient, eines der besten Taschenmesser zu sein überhaupt. Und hier haben wir jetzt noch das Ranger. Das ist also eine wesentlich schmalere Variante, als wir zum Beispiel beim Cybertool und beim Swiss Champ. Und auch hier ist es so, dass halt die nötigsten Tools enthalten sind. Also wir haben eine große Klinge, eine kleine Klinge, dann haben wir hier eine Feile. Das ist die ganz normale Standardfeile von Victorinox. Eine Säge ist dabei, zwar klein, aber trotzdem halt bissig, wie man das halt von Victorinox kennt. Und ihr seht es, das Messer wird auch tatsächlich verwendet. Ich müsste das mal wieder sauber machen. Dann ist hier noch dabei die wirklich super Schere. Ich weiß nicht, warum das so verstaubt ist. Sowie natürlich der Kapselheber und auch der Dosenöffner. Der ist ja bei fast allen Messern enthalten. Plus Zahnstocher. Plus Pinzette. Und auf der Rückseite hat man auch hier die Ahle dabei. Dann dieses Tragetool. Den Minischraubendreher, beziehungsweise nicht Minischraubendreher, weil der wäre ja hier am Korkenzieher. Und ihr seht, hier gibt es keinen Minischraubendreher. Ich meinte jetzt hier nur diesen schmalen Schlitzschraubendreher. Und natürlich der Korkenzieher selber. Das Ranger Camping ist wirklich ein cooles Multitool, weil es halt eben nicht so groß und schwer ist wie jetzt beispielsweise das Swiss Champ oder das Cybertool. Und es sind halt trotzdem die nötigsten Sachen dabei. Also das ist eigentlich das optimale Taschenmesser für die Hosentasche, sage ich mal. Denn das Swiss Champ oder auch das Cybertool, die sind schon wesentlich schwerer, wesentlich größer. Und wenn man die in der Hosentasche hat, das merkt man schon. Also das zieht einen schon ein bisschen runter. Und bei dem Tool ist es einfach so, ja, es trägt jetzt nicht so sehr auf. Und man hat es wahrscheinlich eher dabei, als wie jetzt das schwere Cybertool oder das Swiss Champ. Also insgesamt wirklich auch ein cooles Messer. So, und da wir jetzt bei Victorinox sind, bleiben wir auch direkt dabei. Begrüßen das nächste Multitool. Das ist das Mini-Champ. Ja, und als ich das gesehen habe, wusste ich, das muss ich einfach haben. Es hat die Größe eines Classics. Also insgesamt ist es gerade mal 60 mm hoch. Und darin enthalten ist eine kleine, aber feine Schere. Dann haben wir hier auf der Seite den Kapselheber, ein Abisolierwerkzeug. Und einen kleinen Mini-Kreuzschraubendreher. Dann haben wir hier noch, die Schere hat man glaube ich schon. Hier haben wir eine sehr kleine und schmale Klinge. Die ist also wirklich, wirklich klein. Hat gerade mal eine Länge von ungefähr 40 mm und eine Tiefe von vielleicht 4 bis 5 mm. Aber sie reicht natürlich aus, um mal eben ein Paket aufmachen zu können oder ähnliches. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir dann hier diese Feile, die allemal ausreicht, um sich die Fingernägel machen zu können. Und auch dafür ist sie gedacht. Das ist jetzt keine Metallfeile wie bei den anderen Victorinox Tools. Dann haben wir hier nochmal eine weitere Schneide, die etwas schmaler geschnitten ist, also die hat jetzt nur eine Tiefe von etwas mehr als 3 mm. Aber natürlich auch rasiermesserscharf. Dann haben wir hier so einen Haken, der ebenfalls dazu dient, Pakete aufzuschneiden, wo man einfach hingeht und dann einfach so das Klebeband durchschneiden kann.
Und wir haben hier noch dieses Werkzeug dabei, was dazu dient, unter den Fingernägeln sauber machen zu können. Natürlich ist auch hier dabei der Zahnstocher. Eine Pinzette haben wir jetzt hier leider nicht, aber dafür haben wir noch einen Kugelschreiber dabei. Also das Tool begeistert mich wirklich und ja, von der Größe her ist das natürlich optimal, um als Schlüsselanhänger zu dienen oder beispielsweise am Autoschlüssel hängen zu haben, sodass man immer ein kleines Tool dabei hat, was einem in komischen Situationen helfen kann. Wie gesagt, allein die Schere ist schon sehr nützlich, das Messer ohnehin sowieso, wenn man mal Pakete aufmachen möchte oder irgendwas, hat man was dabei. Und auch die Feile ist natürlich super, wenn mal der Fingernagel eingerissen ist oder etwas in der Art. Finde ich also wirklich, wirklich ein cooles, kleines und durchdachtes Tool. Bei dem hier wird es tatsächlich wohl nicht dazu reichen, Multitool des Jahres zu werden, weil halt die Werkzeuge sehr klein und schmächtig sind. Sie erfüllen ihren Zweck, wofür sie gedacht sind, aber sie wären jetzt nichts, wo man, sage ich mal, in der Wildnis mit überleben könnte. Ob man das mit den anderen Victorinox könnte, weiß ich nicht. Aber das hier ist halt einfach nur so ein nettes Immer-Dabei-Tool, so ein typisches EDC-Tool, was man halt wirklich immer dabei haben kann, eben weil es federleicht ist, es trägt überhaupt nicht auf, es ist ja einfach klein und handlich. Aber schauen wir mal. So, und bevor wir jetzt zu den Multitools gehen, im Sinne von hier diesen Zangen-Multitools, sage ich mal, möchte ich schon mal eine erste Entscheidung treffen. Und meiner Meinung nach ist es tatsächlich das Swiss Champ. Es kann natürlich bei mir die Entscheidung sein, weil ich das als längstes Victorinox habe. Aber das bietet mir einfach alle Funktionen, die ich regelmäßig benötige. Und das ist halt wirklich das Tool, was ich am liebsten dabei hätte, wenn es, ich sag mal, wenn eine Notsituation auftritt oder ähnliches. Zumindest wenn es um die reinen Messer-Multitools geht, wäre das Swiss Champ meine vordere Wahl, direkt gefolgt vom Cybertool. Das Opinel ist nicht schlecht, auch das Rangerwood ist natürlich nicht schlecht. Ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen Tools schlechter sind. Das ist also eine rein subjektive Entscheidung, meine persönliche Entscheidung. Und die fällt halt tatsächlich auf das Swiss Champ. Und würde ich mir heute nochmal einen Victorinox kaufen oder hätte ich noch gar keinen Victorinox, dann wäre es tatsächlich das hier, wo ich mich für entscheiden würde. Einfach, weil es rundherum wirklich ein perfektes Multitool ist. Aber schauen wir uns die Zangen-Multitools noch einmal an. Und da wir jetzt die ganze Zeit schon bei Victorinox waren, fange ich bei den Multitools ebenfalls mit dem Victorinox an. Hier haben wir also das Victorinox Swiss Tool, was wirklich ein brachiales Gerät ist. Eine sehr große, massive, schwere Zange. Was ihr gerade nicht gesehen habt, die Griffe rasten hier sehr schön ein. Man kann also hier dann dieses Lineal noch verwenden, um etwas abzumessen beispielsweise. Hier haben wir eine Seitenschneiderfunktion. Die Klingen sind jetzt halt nicht auswechselbar, wie das beispielsweise bei Leatherman sehr oft der Fall ist. Aber was ich hier sehr cool finde bei diesem Multitool ist, dass man die Werkzeuge, die dabei enthalten sind, von außen her bedienen kann. Und da haben wir als erstes natürlich den Dosenöffner mit Mini-Schraubendreher vorne dran. Dann haben wir hier noch zwei Tools, die etwas schwieriger herauszubekommen sind. Und zwar einmal einen etwas breiteren Schraubendreher plus Kapselheber und Abisoliermöglichkeit. Dann hier vorne zwei Schneidmöglichkeiten. Ich denke, die sind auch eher zum Abisolieren gedacht, als wie jetzt beispielsweise um einen Gurt durchzuschneiden, obwohl sie wirklich rasiermesserscharf sind. Plus hier vorne nochmal einen breiten Schraubendreher, der übrigens einrastet. Also man hat hier diese Schieberegler und die Werkzeuge rasten wirklich sehr gut ein. Man muss also diese Verriegelung erstmal lösen, bevor man die Werkzeuge wieder einklappen kann. Dann haben wir hier noch einen sehr breiten Schraubendreher. Und das finde ich wirklich cool. Also hier bei dem Victorinox Swiss Tool rasten alle Werkzeuge ein. Also alles ist verriegelt. Das heißt, beim Arbeiten ist es
nicht möglich, dass das Werkzeug plötzlich einklappt und man klemmt sich den Finger ein. Und was wir hier natürlich noch haben, ist eine wirklich große und brauchbare Klinge. Die hat halt diese typische Victorinox-Länge von, ich denke mal, um die 91 mm. Okay, Verzeihung, es sind 75 mm. Ich glaube, das entspricht aber dem normalen Maß. Ich jetzt hier zum Beispiel das Fiber-Tool L mal nehme und da die Klinge messe. Ups. Hat dieses 70 mm. Das heißt, die Klinge hier bei dem Swiss-Tool ist sogar noch um 5 mm länger. Dann haben wir außerdem dabei, das waren jetzt die Werkzeuge alle auf der Seite. Auf der anderen Seite haben wir hier den dominanten Kreuzschraubendreher, Phillips-Schraubendreher. Einen sehr kleinen, schmalen Schraubendreher. Und eine Klinge mit Wellenschliff. Und das war genau der Grund, warum ich mich halt für das Swiss Tool entschieden habe. Es gibt ja noch das Swiss Tool Spirit. Also das Swiss Tool Spirit und das Spirit X gibt es, glaube ich, auch noch. Das sind die, wo die Klingen so ganz leicht gebogen sind. Und ich hatte halt damals die Wahl, ob ich mir das hier hole oder eben dieses Spirit. Und ich habe mich hierfür entschieden, weil das etwas die etwas größere, ja, ich sag mal, massivere Ausführung ist. Und das ist halt wirklich eins der Tools von Victorinox, was absolut beeindruckend ist. Also es kommt unglaublich nah an die Leatherman-Produkte heran, wenn es die nicht sogar übertrifft. Also ich habe jetzt nicht so viele verschiedene Leatherman, aber das hier, es hat keine erkennbaren, wirklich großen Nachteile. Gut, hier vorne könnte man sagen, die Schneiden sind nicht auswechselbar. Das ist ein Vorteil, den die Leatherman bieten oder viele Leatherman bieten. Wäre halt schön gewesen, wenn das hier auch möglich gewesen wäre. Aber ansonsten bekommt man halt ein wirklich typisches Victorinox-Produkt und ihr hört das schon, also wenn das einrastet, das ist alles so perfekt verarbeitet und hör zu. Also das Tool habe ich jetzt auch schon bestimmt seit etwa 3 Jahren, ist auch oft mal im Einsatz und ja, ihr seht, es ist fast wie neu. Also man sieht wirklich nichts hier drauf, außer vielleicht den einen oder anderen Fingerabdruck, aber keine Beschädigungen oder irgendwas. Ich musste hier noch nie irgendwas nachschleifen, wobei das jetzt kein Qualitätsmerkmal wäre, wenn man es nachschleifen müsste natürlich, aber ich wollte einfach darauf hinaus, dass man das Tool kauft und man kann sich eine sehr lange Zeit einfach blind darauf verlassen, dass es die Funktionen erfüllt, wofür es entwickelt wurde. Also das ist wirklich eins der coolsten Tools, die es von Victorinox überhaupt gibt. Dann haben wir hier das Leatherman Rebar. Das hatte ich ja vor kurzem schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Ebenfalls ein Zangenmultitool. Man merkt schon, das geht etwas schwerer als wie das Victorinox und man hat halt nicht diese typische Klappen. Und was mich hier gestört hat, ist, wenn man das normal aufklappt, denkt man, hier wäre Schluss. Und ich habe mir schon gedacht, hä, das ist doch ziemlich blöde zum Halten. Man muss also wirklich hier mit Kraft die beiden hinteren Elemente nochmal einrasten und dann steht die Zange wirklich im normalen Umfang zur Verfügung. Ein Vorteil hier ist natürlich, dass man die Schneiden hier vorne auswechseln kann. Die Zange als solches, wenn ich jetzt nochmal das Swiss-Tool zeige, ist sehr ähnlich. Also das hier ist das Swiss-Tool, das ist das Rebar und die Zangen sind sehr ähnlich. Die vom Leatherman läuft etwas spitzer zu, ist also besser, wenn man halt feine Detailarbeiten machen möchte. Ansonsten macht die Victorinox-Zange einen wesentlich, ja, ich sag mal, massiveren, schwereren Eindruck. Und was halt etwas komisch ist, bei dem Leatherman muss man hingehen und man muss die Werkzeuge herausklappen, wenn das Tool geöffnet ist. Also das finde ich etwas komisch.
Das heißt, man hat immer die Zange geöffnet, wenn man jetzt zum Beispiel das Messer rausholen will. Natürlich kann man das dann wieder zusammenklappen, aber das ist halt mega umständlich. Das heißt, ich hole jetzt hier das Messer raus, das verriegelt auch, das ist alles tipptopp. Aber jetzt so damit zu arbeiten, ist natürlich ziemlich blöde. Das heißt, ich könnte es jetzt erstmal wieder zuklappen, muss dabei aber aufpassen, dass ich mir hier nichts einklemme oder mich hier irgendwo selber verletze damit. Naja, wäre halt besser gewesen, wenn das im offenen Zustand erreichbar gewesen wäre, aber dem ist halt nicht so. Die Verriegelung kurz aufheben, dass ich das Tool wieder einheben kann. Und ihr merkt es schon, also man bricht sich wirklich die Hände, wenn man hier die Tools rausholen will, weil halt die Zange die ganze Zeit geöffnet ist. Hier haben wir dann zum einen hier unten so eine kleine Öse fürs Lanyard. Eine sehr gute Feile, eine sehr bissige Feile. Also die ist schon ein echtes Kaliber. Es hat die Frage, wie lange die Schärfe so behält, weil das Tool habe ich mir ja neu geholt, weil das Leatherman Wave ja nicht mit sich geführt werden darf. Und hier haben wir eine legale Variante, sage ich mal. Aber wie gesagt, hier ist eine sehr aggressive Feile. Und hier unten haben wir dann nochmal drei Tools versteckt. Zum einen diese Ahle. Dann haben wir hier einen Schlitzschraubendreher und einen etwas größeren Schlitzschraubendreher. Das sind die Werkzeuge auf dieser Seite hier. Und auf der anderen Seite haben wir eine Wellenschliffklinge. Finde ich übrigens sehr gut, auch wirklich, wirklich sehr scharf. Dann haben wir hier unten einen kleinen Dosenöffner. Einen sehr massiven Kreuzschraubendreher. Der kommt also schon von der Größe her sehr an dieses Phillips-Format bei Victorinox heran. Und wir haben natürlich außerdem noch eine Säge dabei. So. Oh, die ebenfalls wirklich, wirklich sehr scharf und sehr bissig ist. Also von den Sägen her sind die Leatherman natürlich auch ganz hervorragend. Aber wie gesagt, was mich halt wirklich am ehesten an diesem Tool stört, ist, dass die Werkzeuge nur herausgeholt werden können, wenn es geöffnet ist. Wäre doch viel praktischer gewesen, das im geschlossenen Zustand. Oh mein Gott, boah, geht das schwer. Alter Falter, also kein Vergleich zur Verarbeitung bei den Victorinox, was ich gerade vorgestellt habe. Das hier geht wesentlich, wesentlich schwerer und unhandlicher. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur ein Fehlgriff war. Bei dem Wave hatte ich eher das Gefühl, das ging doch deutlich leichter auf als wie das hier und auch wieder leichter zu. Aber das hier ist schon echt ein Kampf, das zum einen zu öffnen. So, jetzt ist es eingerastet. Und das dann wieder zu schließen. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man sich nicht irgendwo verletzt. Boah. Eigentlich wirklich ein cooles Tool. So. Und allein weil es Leatherman ist, ist es ja schon cool. Aber ja, ist halt nicht so hundertprozentig durchdacht, sage ich mal. Ich will jetzt Leatherman nicht schlecht machen. Die Tools von denen sind rattenscharf und wirklich geil. Aber hier besteht halt doch noch Überarbeitungsbedarf. Also wie gesagt, legt die Tools nach außen, dass man von außen hin drankommt, von der Seite, weil das wird so nicht verwendet. Und man hat halt viel schneller Zugriff darauf, vor allen Dingen auch im geschlossenen Zustand was rausmachen zu können, wie es halt bei dem Victorinox ist, was halt wesentlich leichter geht und man hört es immer, ich finde dieses Klack am Ende ziemlich cool. Aber so mit den Tools von außen direkt erreichbar, ohne dass man diesen Umweg gehen muss, die Zange zu öffnen und alles, ist doch wesentlich logischer, als wie das jetzt hier gemacht ist. Und natürlich von der Leichtläufigkeit her muss hier auf jeden Fall nachgearbeitet werden. Also ich weiß, das ist jetzt eins der günstigeren Tools von Leatherman. Aber, Alter, also da hat man wirklich Angst, das zu schließen, weil man Angst hat, man klemmt sich irgendwo die Haut hier ein und dann verletzt man sich. Naja. Aber es ist halt trotzdem ein sehr interessantes Tool, weil es halt viele Möglichkeiten bietet, wie mit der Wellenschliffklinge oder eben der normalen Klinge, der Feile, der Säge. Es hat ja insgesamt coole Tools. Es müsste halt nur noch mal überdacht werden. So, dann kommen wir zur Bibury-Fraktion. Die habe ich ja in
dem letzten Video schon vorgestellt gehabt. Einmal das hier mit diesem Nothammer und mit dem Feuerstahl, mit der Feile, Säge und der kombinierten Wellenschliff und glatten Klinge. Hier haben wir diesen Leatherman Wave-Klon mit einer durchgehenden glatten Klinge sowie einer durchgehenden Wellenschliffklinge plus der riesigen Feile, die etwas schwierig herauszubekommen ist. Entschuldigung, hier ist natürlich die Säge. Und auf der anderen Seite ist die Feile, die aber trotzdem genauso schwer herauszuholen ist. Es geht jetzt, weil hier oben noch so ein bisschen Grip ist, wo man das ausfalten kann. Aber normalerweise wäre es ja vorgesehen, das hier unten rauszuholen. Deswegen ist ja hier unten diese Einkerbung an der Feile. Und wenn man das Tool, diese Feile komplett eingeklappt hat, dann ist das wirklich, wirklich schon schwer zu erreichen, hier vorne mit dem Fingernagel irgendwie dran zu kommen, um das da ausklappen zu können. Also wenn die Feile oft hergenommen wird und das hier oben wird ein bisschen rutschiger, wird es echt schwer werden, die Feile rauszuholen. Ansonsten haben wir natürlich bei beiden Tools die Zange dabei. Auf der Seite bei diesem Leatherman Wave Klon mit fest verbauten Schneiden für die Abisoliermöglichkeit. Hier kann man die Schneiden auswechseln. Man sieht es da an dieser kleinen Schraube. Zangen als solche sind natürlich sehr, sehr ähnlich. Jetzt nicht 100% identisch, aber schon sehr, sehr ähnlich. Und was ich halt wirklich cool finde bei den, seht ihr das, wie einfach dass das geht? Also kein dummes Herumgetue wie bei dem wesentlich teureren Leatherman von vorhin, den Leatherman Rebar. Hier, das geht völlig easy auf und zu, ohne dass man sich irgendwas brechen muss. Auch hier liegen die Tools allerdings innen. Das heißt, das gleiche Problem wie bei dem Leatherman vorhin. Man muss es erst aufmachen, um hier zum Beispiel an den Bithalter heranzukommen. Oder auf der anderen Seite haben wir jetzt hier noch so einen kleinen Dosenöffner. Alle Tools raus. Also hier haben wir eine wirklich gute Schere. Man glaubt es nicht, weil die Schere so, ja, ich sag mal so etwas verspielt kindisch aussieht, aber die Schere ist wirklich gut. Die schneidet auch wirklich gut. Plus halt einen sehr, sehr kleinen Schlitzschraubendreher und die große Version des Schlitzschraubendrehers. Das sind die Tools beim Leatherman Wave Klon. Und ich kann das auch hier mal zeigen. Das ist ja das neue Tool, was ich vorgestellt hatte. Auch das geht wirklich total easy auf und zu, ohne irgendwie, dass man sich die Finger brechen muss oder irgendwas. Schwierig wird es halt, ich zeige euch das nochmal langsam, wenn man das jetzt aufklappt, dann ist man es ja gewohnt, dass man die Seite hier so mit dem Handrücken hier runterdrückt. Und wenn man das hier macht, dann drückt man genau auf den Glasbrecher. Das ist natürlich blöde. Das heißt, man öffnet das Tool und drückt die ganze Zeit mit der Hand in diesen Glasbrecher rein. Ansonsten öffnet und schließt sich das ebenfalls wirklich, wirklich gut und einfach. Gut, wie gesagt, der Glasbrecher, ich finde es halt eine coole Funktion, dass halt ein Multitool überhaupt die Funktion eines Glasbrechers bietet und so einen kleinen Hammer, der hier oben noch drauf ist, sowie der Bithalter-Möglichkeit. Da müsste man halt etwas noch einbauen, wie so einen kleinen Magneten oder sowas, dass halt die Bits magnetisch gehalten werden und nicht einfach durchfallen. Aber Bibury hatte hier wirklich eine coole Idee für ein Multitool, was man noch dran bauen kann. Und das hier ist quasi der erste Schritt. Ich bin mir sicher, dass Bibury da noch weitere Multitools herausbringen wird mit ähnlichen Funktionen, wo man diese Systeme nochmal überarbeiten wird. Weil das hier mit dem Glasbrecher, das müsste meiner Meinung nach nochmal überarbeitet werden. Vielleicht auch, dass das klappbar ist, damit es halt nicht stört, wenn man es aufmacht und man da nicht ständig mit der Hand reindrückt. Und natürlich der Feuerstahl hier ist natürlich auch sehr cool. Auch, dass man den entnehmen kann. Dann könnte man Feuer damit machen und nachher wieder reinklippen. Finde ich wirklich, wirklich cool.
dass man da mal was Neues versucht hat. Was mich aber wirklich bei beiden Messern am allermeisten stört, ist, ich meine, da können die Messerhersteller jetzt nichts dafür, aber es sind beides Einhandmesser. Weil beide halt diese Öffnungsmöglichkeit bieten, dass man es mit einer Hand aufmachen kann. Und deswegen dürften halt beide Varianten nicht in Deutschland einfach so mit sich geführt werden, weil sie halt nicht 42a-konform sind. Das ist wirklich, wirklich das, was ich am allertraurigsten an der ganzen Geschichte finde. Die Messer, diese Multitools von Burberry an sich, die sind wirklich cool. Wirklich, ja, wie soll ich sagen, sie sind wesentlich handlicher als wir zum Beispiel das Victorinox. Das Victorinox dagegen ist schon ein richtiger Prügelknabe. Also man sieht das ja hier. Das sind schon zweifällige andere Kaliber. Und das Victorinox ist auch wesentlich schwerer. Aber es ist halt natürlich ebenfalls perfekt verarbeitet. Bei Victorinox, Entschuldigung, bei Burberry ist es halt so, man merkt hier und da kleine Fehler. Ich hatte das ja hier bei dem neuen Multitool gezeigt mit der Schere. Ich kann es jetzt noch mal kurz zeigen, ob es jetzt hier einfach so problemlos klappen würde. Und zwar kann man hier die Schere ausklappen. Die muss dann hier oben einrasten, damit dieser Federmechanismus funktioniert. Denn wenn man so schneiden will, geht es nicht. Man muss also wirklich irgendwie das Messer aufklappen, die Schere aufklappen. Dann mit etwas mehr Druck und mit Schwung einrasten lassen, dann funktioniert die Schere auch so, wie sie soll, gefedert. Aber wenn man das einfach so öffnen möchte, jetzt rastet es natürlich gleich ein. Also das Teil ist irgendwie so verhext, weil mal rastet es einmal nicht. Ja, jetzt versuche ich es gleich mehrmals und es geht jedes Mal. Wunderbar. Aber das ist halt etwas, wo man vielleicht trotzdem nochmal nacharbeiten müsste, auch wenn es jetzt wunderschön geklappt hat in der Demonstration. Aber in meinem letzten Video hatte ich damit echt massive Schwierigkeiten. Also, Burberry, geht bitte hin, macht 42a-konforme Versionen daraus, dann ist das wirklich, wirklich ein richtig cooles Tool und das wird sich verkaufen wie Sau. Jetzt, aktuell, sind die auch schon sehr gut, also die laufen sehr gut, so wie ich das mitbekomme. Die werden auch sehr oft empfohlen, weil es halt coole Werkzeuge sind. Aber man ist halt immer, ja, zumindest in Deutschland, etwas schwierig damit unterwegs. Also das im Handschuhfach liegen lassen und ihr kommt eine Polizeikontrolle rein. Wenn ihr den Cop nicht kennt oder einen guten Eindruck hinterlasst, dann werdet ihr da wahrscheinlich eine Anzeige für bekommen wegen illegalen Waffenbesitz. Und das wäre wirklich schade, wegen so einem blöden Multitool, was man da halt dabei hat. Deswegen entweder umbauen auf Zweihandöffnung oder eben Burberry bringt direkt eine Zweihand-Version davon heraus, dann wären das wirklich, wirklich coole Tools, die man empfehlen könnte. Ähnlich ist es bei diesem Tool hier. Das hatte ich auch schon mal vorgestellt in meinem Notfallrucksack. Das ist halt so eine kleine Notaxt ebenfalls von Burberry. Auch hier ist halt eine Zange dabei, die hier witzigerweise federnd gelagert ist. Warum macht man das hier bei einer Axt und nicht bei den normalen Tools? Aber gut, dann haben wir hier die Möglichkeit, ebenfalls die Schneiden auszutauschen. Hier auf der Seite befindet sich am Ende nochmal ein Feuerstarter. Der ist zwar klein und niedlich, aber ich sag mal so, wenn er im Notfall funktioniert, ist alles wunderbar. Dann haben wir, was ich jetzt hierbei interessant finde, die Werkzeuge auf der außenliegenden Seite. Also es tut mir leid, wenn das schlecht zu sehen ist, weil das Tool halt schwarz ist. Aber wir haben hier eine Feile, die man. Oh, habt ihr das gehört? Wie das einrastet? Wow, da bin ich ja jetzt echt schwer von begeistert. Arretiert halt am Ende nicht. Das heißt, beim Arbeiten könnte es einklappen. Hier hat man noch so einen kleinen Kapselheber dran. Aber wenn ich das jetzt wieder einklappe. Wow, die Feder ist einmal frei. Und hier auf der Seite ist natürlich auch noch ein Messer enthalten. Halb Wellenschliff und halb glatter Schliff. Ich würde halt bevorzugen, eins von beiden durchgängig zu haben. Aber so hat man halt
beide Möglichkeiten, dass man hier vorne etwas schnitzen könnte zum Beispiel oder etwas schneiden. Und hier hinten hat man die Möglichkeit, zum Beispiel ein Seil sehr gut durchzuschneiden. Aber wo es mir eigentlich darum ging, ist, dass man hier die Möglichkeit bietet, die Tools von außen zu öffnen und zu verwenden. Wohingegen das bei den beiden anderen Tools, die ich gerade vorgestellt hatte, bei beiden nicht der Fall ist. Irgendwie komisch, weil offensichtlich ist die Technik ja bekannt, um die Werkzeuge nach außen hinzubauen und sie von außen zugehbar zu machen. Warum wendet man das dann hier nicht an? Das wäre doch wesentlich sinnvoller. Aber, okay, wir lassen es mal dabei. Und kommen wir nun zum letzten Multitool. Das ist eins von Monkeys. Das kennt ihr ja vielleicht. Das sind diese grünen Aufsteller, die man immer wieder mal so in so Outdoor-Shops sieht und sowas. Und ich habe dieses kleine Multitool hier gesehen. Das ist also fast schon so groß wie dieses Victorinox Mini Champ. Also ein wirklich sehr kleines Tool, was aber über eine wirklich große oder verhältnismäßig große Kanne verfügt. Das fand ich halt so niedlich dabei. Also hat man halt eine wesentlich effektivere Zange als wie zum Beispiel in dem Cybertool. Die Zange, wenn man die beiden jetzt mal gegenüberstellt, mit welcher Zange würdet ihr da jetzt eher vertrauen? Der kleinen Monkeys hier auf der Seite oder dem von dem Cybertool? Natürlich ist das Cybertool, die Zange, die ist auch gut. Um Gottes Willen will ich gar nicht sagen, dass die jetzt schlechter wäre, aber bei der Verhältnismäßigkeit finde ich die Zange hier für so ein kleines Tool wirklich geil. Natürlich sind hier auch noch andere Sachen drin, die aber ebenfalls nur im geöffneten Zustand herausgeholt werden können. Wie zum Beispiel hier ein kleines Messer. Dann haben wir hier, ich weiß gar nicht genau, was das sein soll, aber ein Schraubendreher ist es nicht. Es ist keine Ahle. Bin ich mir unschlüssig, was das sein soll. Das hier könnte mal so ein Schlitzschraubendreher hätte werden sollen, aber dafür ist der vorne etwas zu dick. Okay, also die Tools, die jetzt hier so dabei sind, außer das kleine Messer, vielleicht nicht so der Bringer, aber wir haben hier auf der Seite nochmal einen kleinen Schlitzschraubendreher, Entschuldigung, Kreuzschraubendreher, der wirklich eine sehr coole Größe hat, zum Beispiel um an einer Brille mal die Schrauben festzumachen. Und wir haben hier noch so eine kleine Feile, die ist halt auf der Seite ist sie wirklich bissig, das merkt man auch, wenn man so mit dem Finger drüber geht. Auf der Seite ist sie eher, ja, da hat man fast gar keinen Grip, also das scheint schon eher eine Art Feinschliff zu sein. Und hier verbirgt sich noch ein ganz kleines Tool. Achso, natürlich der Dosenöffner, der nicht fehlen darf. Allerdings sehe ich, das seht ihr jetzt leider nicht, weil die Kamera nicht scharf stellt, aber der hat gar keine Schneide. Also den kann man vielleicht als Flaschenöffner verwenden, als Kapselheber, aber nicht wirklich als Dosenöffner. Aber gut, das Tool hat, glaube ich, 8 Euro gekostet oder irgendwie sowas. Und ich habe es dann wirklich nur geholt wegen der Zange, weil ich es halt praktisch finde, so eine Zange in dem Ausmaß dabei zu haben. Auch das geht etwas schwerer auf und zu, verriegelt aber im geschlossenen Zustand sehr gut. Geht also nicht von alleine wieder auf. Das finde ich wirklich gut. Ah, es hat aber doch etwas Spiel hier auf der Seite. Aber gut, wie gesagt, es ist halt ein kleines Gimmick, was halt schön ist für den Schlüsselbund und jetzt nicht wirklich als Alternative zu den anderen Multitools zu sehen. So, das waren alle Zangen-Multitools, die ich vorstellen wollte. Und wenn es darum geht, jetzt hier den Gewinner zu finden, dann wäre es zum jetzigen Zeitpunkt das Victorinox Swiss Tool. Einfach, weil es die beste Gesamtperformance abbietet. Nicht abbietet. Es bietet die beste Gesamtperformance. Es läuft butterweich. Es lässt sich wunderbar einstellen. Auch wenn es darum geht, die Rasterung in der Mitte zu treffen. Das sitzt alles fest. Da wackelt nichts. Natürlich, wenn ich jetzt hier vorne die Zange loslasse, kann ich das klappern. Aber wenn es so ist, hält das einwandfrei. Wie gesagt, von der Verarbeitung her hätte ich von Victorinox jetzt auch nichts anderes erwartet. Und das ist ganz klar bei den Zangen-Multitools mein absoluter Favorit. Wenn jetzt Bivory hingehen würde,
und würde das etwas sauberer verarbeiten, dann würde es mir wirklich schwer fallen, diesen Wave-Klon oder das Victorinox Swiss Tool auszuwählen. Wie gesagt, das wäre dann eine Überlegung wert, wenn es denn mal soweit ist. Stand jetzt ist es aber tatsächlich das Swiss Tool, was bei den Zangen-Multitools meiner Meinung nach zum derzeitigen Zeitpunkt nicht zu toppen ist, weil es einfach cool ist, außer vielleicht durch das eigene Swiss Tool Spirit, was etwas kleiner ist, aber ebenfalls über sehr coole Funktionen verfügt oder fast identische Funktionen, aber halt kleiner und leichter. Aber das wäre mein absoluter Favorit. Und jetzt haben wir ja vorhin schon den Favoriten bei den Messertools gefunden. Das war für mich das Swiss Champ. Und wenn ich jetzt hier bei den beiden einen Gesamtsieger ermitteln müsste, auch dann wäre es tatsächlich das Swiss Champ. Es ist kleiner, es ist leichter, es ist handlicher, es hat halt keine Zange dabei wie jetzt dieses Swiss Tool. Aber dafür hat es alles andere, was man so im alltäglichen Leben braucht. Und ich weiß jetzt nicht, da müsste man halt priorisieren. Brauche ich sehr oft eine Zange, dann würde ich eher das Swiss Tool empfehlen. Kann ich auf diese große brachiale Zange verzichten, denn auch hier ist ja eine kleine Zange dabei, dann würde ich das Swiss Champ nehmen. Und genau aus dem Grund ist das Victorinox Swiss Champ meiner Meinung nach das Multitool 2022, was man auf jeden Fall besitzen sollte und was man vielleicht sogar in das EDC reinpacken sollte oder vielleicht in den Notfallrucksack oder vielleicht einfach ins Handschuhfach, weil es birgt keine Probleme. Es ist 42A-konform, das heißt, es ist alles rechtens, wenn man es dabei hat. Und von dem Funktionsumfang ist es sehr gut. Es bietet die gängigsten Sachen wie Säge, Schere, Messer, natürlich kleine. Moment, was hatte ich jetzt? Ah ja, Pfeile natürlich ist noch dabei. Ein Kreuzschraubendreher ist dabei. Die Lupe, die ist wirklich, wirklich brauchbar, wenn man mal irgendwie was nicht lesen kann oder wenn man Splitter rausmachen möchte oder ähnliches. Es ist ein Zahnstocher dabei, es ist ein Kugelschreiber dabei, es ist eine Pinzette dabei, der Korkenzieher, der Minischraubendreher und. Und man kann sich natürlich alle Victorinox oder generell alle Multitools noch etwas individuell anpassen, wenn man zum Beispiel hier in die Schalen etwas reinbaut. Da gibt es diesen Amerikaner, ich glaube Max Level EDC oder so heißt der. Der zeigt wirklich, wirklich coole Tools oder auch Felix Immler. Ich meine, wenn es um Victorinox geht, dann ist natürlich Felix Immler der Ansprechpartner Nummer 1. Der zeigt ja auch viele coole Tricks, wie man sich hier zum Beispiel so einen kleinen Feuerstahl drin verstecken kann oder andere nützliche Tools. Aber um es kurz und knapp zu machen, das Swiss Champ ist das Multitool 2022, wenn es nach meiner eigenen persönlichen Erfahrung und Entscheidung geht. In dem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und es war interessant. Falls ja, lasst gerne einen Kommentar da oder auch ein Like. Das hilft mir, den YouTube-Algorithmus etwas in die Höhe zu treiben und damit das Video auch mehr Menschen angezeigt wird, was meinen Kanal natürlich etwas weiter nach vorne bringt. Ansonsten hoffe ich, dass ihr bald wieder dabei seid, wenn es dann mal wieder um ein vermutlich anderes Thema geht, weil jetzt habe ich mich ziemlich lange auf diese Multitools und Outdoor-Themen konzentriert. Jetzt wird es halt Zeit, dass ich mal wieder ein cooles Video mache über Bildbearbeitung oder Videoschnitt oder vielleicht auch mal wieder so einen kleinen Trip in irgendeine Stadt mache. Mal schauen, was jetzt kommt. Ich denke aber vor Weihnachten bzw. dieses Jahr wird nicht mehr allzu viel kommen, falls überhaupt noch mal was kommt, weil jetzt muss ich mich natürlich auch etwas auf Weihnachten vorbereiten, Geschenke einkaufen und verpacken. Deswegen wünsche ich euch jetzt an der Stelle schon einmal schöne Feiertage und falls wir uns nicht mehr sehen, natürlich auch einen guten Rutsch ins Jahr 2023 und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, ciao.